the hood again. La 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 la, on the hood again. Ah, Petra, ist das schön. Der Sicherheitsgurt drückt ein wenig, aber erst Gurten, dann Spoten, oder Petra? Ja, wo ist der Martina? Ach, Martina, du bist ja schon am Drehen tun. Hallo Freunde, hier ist Robert Götz, Matuszewski. Ich habe gerade zum digitalen Chronisten gesagt, das Mäuschen sitzt da in der Ecke. Da zeige ich euch mal, ja, da. Ja, ist hier nicht Greenscreen. Nein, das ist kein Greenscreen. Das ist live. Ey, jetzt wollen wir nicht zu viel. Ja, wir haben nicht so viel Filmmaterial. Ja, ist ja, irgendwann ist das ja begrenzt, die Filmrolle. Ja, ich bin Robert Götz Matuszewski. Ich bin der Facility-Manager im Deutschen Bundestag. Ja, ich weiß jetzt nicht, meckern tun. Wir müssen die Zeit irgendwie durchbringen. Wir fahren jetzt 4 Stunden auf der Autobahn. Ich mache jetzt ein 4 Stunden. Nein, meckern tun, dass ich immer noch nicht den neuen Arbeitstitel anhabe oder die blöde Zeitung sagen würde. die Uniformjacke. Aber ich habe einen neuen Arbeitstitel, der sollte schon zum 1. Januar 2023 zum Einsatz kommen, aber dauert noch. Der ist fertig, aber ich habe jetzt den alten, den Matuszewski Classic an. Und wir sind auf der Rot-Show, Rot-Tour mit den digitalen Chronisten Petra, Anna, Martina, Bruno, Kevin und Jerome. Und es geht jetzt Richtung Munich, München. Wir waren erst in Berlin losgefahren, da waren wir in Hamburg, tolles Zuschauertreffen, danke. Dann waren wir in Hannover, tolles Zuschauertreffen, danke. Dann waren wir in Köln, tolles Zuschauertreffen, danke. Dann waren wir in Stuttgart, tolles Zuschauertreffen, danke. Und jetzt geht es Richtung Munich, tolles Zuschauertreffen, hoffentlich. Und morgen dann um 11 Uhr, also heute in München, 17 Uhr, um 16 Uhr wird bekannt gegeben, wo wir uns treffen tun. Morgen in Erfurt um 11 Uhr, um 10 Uhr wird bekannt gegeben, wo wir uns treffen tun. Und morgen um 17 Uhr in Sachsen. Früher hätte ich gesagt, wo die schönen Frauen auf den Bäumen wachsen, aber Martina filmt gerade. Und wenn ich das jetzt sagen tue, ist Polen offen. Morgen sind wir um 17 Uhr in Sachsen, um 16 Uhr wird bekannt gegeben, wo wir uns treffen. Jetzt geht's aber los. Ich wäre nicht Robert Götz Matuszewski, wenn ich nicht gute Nachrichten hätte. Ja, hätte, ja. Und die trage ich jetzt vor. Wer mich nicht kennt, ich bin ja hier der Facility Manager. Ich bin für die ganz tollen Linken, CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und die SED, die Partei von unserem sehr viel geschätzten Präsidenten Frank-Walter Steinmeier. So. Hier, Lehrerverband will Noten abschaffen. München, da wo wir hinfahren. Ja. Guter Vorstoß aus dem Süden wegen des Vormarsches der künstlichen Intelligenz. Stellt der Lehrerverband in Bayern das Notensystem in Frage. Wir müssen einsehen, dass unser Leistungssystem oldschool ist. Ja? Also ich übersetze mal auf Deutsch, old fashion. Hier. Sagte Verbandspräsidentin Simone Fleischmann. Grund: Am Freitag wurde bekannt, dass Hamburger Schüler ihre Abi-Aufgaben mit dem Programm ChatGPT gelöst haben. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja. Fleischmann, wir müssen künftig die Prozesse beurteilen und nicht das Ergebnis. Ja, Ergebnis, Ergebnis, das sind so Worte. Das sieht man doch auch bei unserer Ampel-Bundesregierung, ja, und bei der CDU, CSU, der, hier, wie heißt die Opposition, die andere, die Linke, ja. Ja, Noten werden völlig überbewertet. Man kann auch ohne Noten und ohne Ergebnis keine Leistung bringen, ja, ist alles ganz einfach. Hier, auch die US-Supermarktkette Target hat gemeint, mit roten Ideen punkten zu können. Man liest eine Prime Collection, also die kam aus Pride Collection, Pride Collection, ja. Die wurde für Kinderbekleidung entworfen und packte sie in die Regale. Wie bei der Bud Light Trans Model Story, die den Bierriesen Anheuser-Busch gnadenlos in die Tiefe riss, war vermutlich dies keine Warnung genug für hier. Target, sie haben es gemacht, die Rechnung bekam Target prompt. Nicht nur, dass auf allen erdenklichen Plattformen Videos des erbosten Kundschaft auftauchten, nein, es kam noch schlimmer. Aus geheim veröffentlichten internen E-Mails wurde bekannt, dass der Konzern Target mit seiner Wurkenwerbung in einer Woche Umsatzeinbußen von 9 Milliarden Euro zu verkraften hatte. Dazu habe ich gleich noch eine tolle Nachricht von Otto. Otto Versand, Hamburg, ja, ja. Angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland hat Jens Spahn gefordert, die Rente mit 63 62 zu beenden und mindestens bis 63 zu arbeiten. Aber ein Parteikollege von der CDU ist schon weiter, der fordert Rente mit 72.
So, und wer heute Morgen das Video von dem Herrn Claudius Fabig gesehen hat, wie verschlafen der aussah, da gab es dann auch prompt ein Feedback, neudeutsch ein Dings hier von einem Zuschauer, so sieht ein Bär aus nach dem Winterschlaf. Ist das niedlich? Ja, da kommt der Bär raus aus seiner Höhle. Ja, guck mal, ich sehe, ist das niedlich. Guck mal hier, der Bär. Hallo, der Bär. Ja, niedlich, oder? Ja. Ja, aber der Herr Fabig sah noch schlimmer aus. Ist egal. Ganz schlechte Nachrichten von Stefan Protschka, AfD, Alternative für Deutschland. Alternative für Deutschland ist laut Umfrage bei 18%, die Grünen nur noch bei 13%. Das ist misslich, würde ich sagen. Ja, aber wir verbieten die Partei sowieso. Und dann habe ich hier einen Kommentar von Abendschein. Dazu habe ich selber eine Geschichte. Mich hat ein Straßenbahnfahrer, als ich in Leipzig war, aus der Straßenbahn geschmissen, weil ich keine Maske hatte. Aber mit richtig Gewalt, und bevor er die Türen zuschloss, sagte er zu mir, ich zitiere jetzt hier nur: Damals hätte man ein Dreckschwein wie dich nach Auschwitz gebracht, weil er keine Maske trug. Ich ging daraufhin zur Polizei und alles, was diese Polizisten sagten, hier ist ein anderes Wort gewählt, das trage ich nicht vor, war, er hat wohl etwas überreagiert und erwiderte zu mir, warum haben Sie keine Maske getragen? Die Anzeige wollte er nicht aufnehmen. Freunde, es kann so einfach sein, oder? Ja, schön. Grüße an die Personen in Uniform. Und dann hier, wir sind friedliebende Befreier, postet die Tagesschau, eine faschistische Gruppe aus der Ukraine, die nach Mutterland Russland eingefallen ist, dann allerdings wiederum von den Russen vertrieben wurde. Ja gut, okay, faschistisch, das sind so Worte. Es sind friedliebende Befreier, wir vertrauen der Wahrheitsmanufaktur. Tagesschau, hier, Betrug in Milliardenhöhe. Ich hatte erst gedacht, das ist der Odal Scholl. Nein, das ist nicht Odal Scholl, das ist der Chef von Wirecard. Und können Sie Hinweise zum Aufenthaltsort von Jan Masalek geben? Können wir nicht, ja. Vielleicht könnte es Olaf Scholl, aber der kann sich nicht erinnern. So. Ein Berliner Polizist, die Berliner Polizei ermittelt gegen Roger Waters wegen Antisemitismus. Wir haben ja von Annetta Kahana, schöne, attraktive Frau, links- und linksstaatlich erfahren, jeder Querdenker ist auch automatisch Antisemit. Schön. Jetzt kommt's. Otto, GmbH und Co. KG, da hat sich einer beschwert, dass da gegendert wird. Otto antwortet, und zwar am 29. Oktober 2021. Stimmt, so einfach ist es, dass wir gendern und du musst nicht bei uns bestellen. Freunde, das kann so einfach sein. Da hat sich einer über das Gendern bei Otto beschwert und Otto sagt, stimmt, wir gendern weiter und du musst ja nicht bei uns bestellen. Nächste Nachricht. Nach Millionenverlusten Versandhändler Otto in der Krise. Böse zum Sagen, go woke, go broke. Was ist los? In 2,7 Kilometern auf die A8. Ja, Freunde, das ist live. In 2,7 Kilometern auf die A8. Wenn ihr das seht und alles gut gegangen ist, haben wir diese 2,7 Kilometer auch geschafft. So, dann habe ich hier, Susanne schreibt, ich wollte heute in Hannover sein. Mein Bruder hat zwei verschiedene Krebskrankheiten, möchte keine Zeit mehr verpassen. Hier ist es generell krass, wer nicht stirbt, ist krank. Das kann ich nicht mehr ändern, aber ich kann die Zeit mit meinem Bruder nicht zurückholen. Ich möchte jetzt für ihn da sein. Das ehrt dich sehr und ich danke dir für diesen Kommentar. Und unsere große Gemeinde wünscht deinem Bruder und dir von Herzen alles Gute, Freunde. Das ist wichtig. Das ist wichtig, gute Energie. Ja, Susanne, wir schicken dir gute Energie und jeder von euch, der gerade krank ist oder nicht gut drauf ist oder depressiv ist, der nicht mehr weiter weiß, ihr seid nicht alleine. Unsere Gemeinde schickt euch positive Energie. Wir halten zusammen, bleibt standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Apropos Tatkraft, wir fahren knapp 3000 Kilometer in 13 Bundesländern von Freitag zu Sonntag, von Sonntag zu Sonntag und von Sonntag zu Montag zu 7 Locations. Und das ist Tatkraft und wir bedanken euch für euer Interesse an unseren Videos. Wir machen jeden Tag eine Live-Sendung. Live! Ja, 20 Minuten digitaler Kunst und diese eine Cloud, und zwar habe ich. Das ist Tatkraft, ja. Ehe aus im Hause Hilbert. Ob besteht nicht Trennung und deutet neue Liebe an. OB, nicht ob OB, Oberbürgermeister. Zu Yang Hilbert. Oh, das ist eine Deutsche. Die Frau von Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert hat sich offenbar von ihrem Mann getrennt. Sie wirft ihm eine außereheliche Affäre vor. Der Politiker hat die Trennung mittlerweile selbst bestätigt. Ja, ich würde mal sagen, FDP. Gut, ah ja. Ja. Entschuldigung. Und ja, wenn sich also Su Yang Hilbert von ihrem Mann trennt, dann muss sich der Mann eine neue Masseuse suchen, würde ich sagen. Oder? Das kann so einfach sein. Dann hier, jetzt kommt es hier. Was lachst du denn, Martina? Oh, hier ist ein Zuschauer, der uns zuwinkt, mit dem Motorrad vorbeifährt. Wo ist das denn? Das ist auch noch vom Zuschauer. Hört ihr den Sattensaugen? Hier, Verschwörung
nicht gezahlter GEZ-Beiträge wegen vor Gericht. Der Schriftsteller und Verschwörungstheoretiker Heiko Schrang musste sich am, haltet euch fest, musste sich am Freitag vor dem Verwaltungsgericht in Potsdam verantworten, weil er sich weigerte, die GEZ-Gebühren zu zahlen. Vor dem Gebäude protestierten mehr als 200 gegen die GEZ und darüber berichtet die Leipziger Volkszeitung. Und da ist ein aktueller Artikel, ja, von vor zwei Tagen, misslich ist nur, und ich war dabei, dass diese Veranstaltung vor 3 Jahren in Potsdam stattgefunden hat und etwa über 1000 Leute da. Freunde, okay, ich meine, die Leipziger Volkszeitung ist ihrer Zeit halt ein klein wenig hinterher. Wallah, alhamdulillah, ja, kann man doch schon mal schreiben. Hat sich heute hier verantworten müssen. 3 Jahre alt, aber egal. Wir müssen das Feuer am Köcheln halten. Und hier, jetzt kommt's. MCH schreibt, und deswegen schaue ich so gerne bei YouTube rein. Alles mit Liebe gemacht. Robert Götz Matuszewski hält mich immer auf dem Laufenden. Auf YouTube, Freunde. Habt das gehört? Heute kommt kein YouTube, morgen auch nicht. Ich mache erst Dienstag weiter, weil ich bin ja aus Rotingen. Aber YouTube mache ich. Aber damit ist YouTube trotzdem wertvoll. Ja, ist einfach, es ist technisch nicht machbar. Aber vielen Dank für diesen Kommentar. Und dann hier. Historisch gesehen resultieren die schrecklichsten Dinge wie Krieg, Genozid oder Sklaverei nicht aus Ungehorsam, sondern aus Gehorsam. Das verstehe ich nicht. Habe ich nicht verstanden. Und hier. Job kündigen für den Klimaschutz. Also, dieser Neubauer sagt, wir haben keine Zeit. Jeder sollte seine Arbeit kündigen und damit eben das Klima schützen. Also, Freunde, das kann so einfach sein, oder? Guter Vorschlag, oder? Allerdings, wenn Luisa Neubauer mal wieder eine Verstopfung hat, also bei der Toilette, ja. Ja, dann ruft sie bei der Klempnerei an und dann sagt der Klempner, tut mir leid, ich habe gerade gekündigt wegen dem Klima. Und dann sagt sie sich, egal, dann esse ich halt mehr, ja, bestellt eine Pizza, ja. Und dann sagt der Pizzabäcker, tut mir leid, wir haben da zugemacht wegen dem Klima. Ja. Dann fällt die ein, naja, gut, okay, wenn ich nicht essen kann und ich scheiße, nicht auf die Toilette gehen kann, ja, ist egal, sei es drum. Dann kümmere ich mich jetzt endlich mal um die kaputte Heizung, ruft die Heizungsbaufirma an und die sagt, Frau Neubauer, wir haben auf sie gehört, wir haben unsere Arbeit eingestellt wegen dem Klima, ja. Und dann sagt sie sich, egal, dann fahre ich jetzt schön in den Wald, ich wohne weit weg, weil ich wohne ja in Rotenheim. Und setze mich in ein schönes Taxi, weil Auto ist ja Nazi, und fahre mit dem Taxi in den Wald und rufe bei der Taxizentrale an. Die sagen, nein, die haben alle gekündigt wegen Klima und so weiter. Hier, das gefährliche Gift der Schwobler, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das Querdenkertum ist zum fragwürdigen Geschäftsmodell geworden. Nach der Pandemie-Politik steht die Klimapolitik auf der Abschlussliste. Muss jetzt auch noch Antisemitismus geduldet werden. Von Joachim Müller Jung. Grüße gehen raus in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich ergänze noch. Die unerträgliche Entscheidung des Amtsgerichts Plön, den Verschwörungsfabrikanten Surat Baktikum. Ich habe gedacht, der ist Professor Doktor für Virologie, ja, und hat Tausende von Virologen ausgebildet und hat lauter Bestseller geschrieben und ist Buddhist, aber egal. Vom Vorwurf des zweifachen Volksverhetzungsdingens freizusprechen und damit einer Ikone der geschäftsmäßigen und boshaften Wahrheitsverdrehung gleichsam den Teppich auszurollen, lässt sich mit einem verbrieften Recht auf Narrenfreiheit kaum erklären. Erst recht nicht, wenn am gleichen Tag andere Organe des staatlichen Rechts in demonstrativer Absicht die Samthandschuhe ausgezogen haben und mit der ganzen Härte möglicher Strafverfolgung eine als kriminelle Vereinigung in Anführungsstrichen beschuldigte Gruppe junger, gewiss Ärger verbreitender Klimaschützer auffliegen lässt. Bakti relativierte in öffentlicher Rede den Holocaust und war dem Richter nicht als Störung des öffentlichen Friedens wert. Was er nicht wertet, ist egal. So, böse Zungen sagen, Moment mal, das ist ja satanische Verdrehung. Ja? Ja, was ist denn mit dem Auto los? Hat der Drogen? War der betrunken? Nein, das ist die Wahrheitsmanufaktur. Das stimmt zwar nicht, ist auch nicht richtig. Hier, Windmühlen waren vom Traum umweltfreundlicher Energie zur hochsubventionierten Landschaftszerstörung. Der Spiegel. Ja, da wundert man sich, was ist mit dem Spiegel los. Freunde, keine Sorge, das ist von 2004. Ja. Und hier schreibt mir Acid Gubba. Acid. Acid, ist das nicht Gift? Acid? Säure. Säure. Ja, Säure. Ja, ist jetzt auch nicht so gesund. Also, Säure. Säure Gubba, ja, du wirst deinen Kanalnamen recht, du machst ihm alle Ehre, schreibt, also die Säure schreibt, wo bin ich denn hier gelandet? Viel Meinung, aber wenig Ahnung. Ja, ich zitiere da gerne mal ausnahmsweise Gregor Gysi, der gesagt hat, ich habe keine Ahnung, ich habe Wissen. Aber hier, sie ahnt halt hier, Esel.
Aber reicht für die meisten in den Kommentaren hier, also hier, ja. Leute, die ins Lächerliche ziehen, aber haben die meisten mehr erreicht als ihr. Dennoch wisst ihr, wisst nur ihr am besten, verstehe ich nicht. Bildung schützt vor Dummheit. Ja, böse Zungen sagen, genau, Ace, Bildung schützt vor Dummheit, ja. Und hier wird niemand in den Dreck gezogen. Und abgesehen davon, ja, die, die hier zitiert werden, also zum Beispiel der Kommentator von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ja, oder Luisa Neubauer, ja, ja, die haben ganz viel erreicht, ja, und die erreichen noch mehr. Unser Land wird sich verändern und wir freuen uns drauf. Also Ace Kuba, danke für deinen sehr klugen Kommentar aus dem Mythenreich der Ahnung. Nach Bildinformation verstarb Mohammed auf Mallorca wegen eines Herzinfarkts. In der Sportbranche war er bekannt als langjähriger Assistent von Sky-Kommentator Wolf-Christoph Fuß. Ja. Also, der ist verstorben und das Ganze plötzlich und unerwartet. Ich würde mal sagen, herzliches Beileid an die Angehörigen. Letzte Nachricht, wie ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums mitteilte, hat die Ukraine Berlin um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörper gebeten und so weiter und so fort. Frieden schaffen nur mit Waffen, Krieg beenden, Panzer senden, finde ich gut. Ja, und dann haben wir noch was Schönes hier. Gigantische Virenwelle. China rechnet mit 65 Millionen Corona-Infektionen pro Woche. Das ist allerdings nicht wie die Leipziger Volkszeitung von vor 3 Jahren, sondern von vor 3 Tagen. Freunde, es geht voran. Karl Lauterbach sprach auf der 76. Weltgesundheitsversammlung WHO über die Wichtigkeit weiterer und wachsender finanzieller Unterstützung der WHO. In seiner kurzen Rede erwähnte er den neuen Chefwissenschaftler der WHO, Jeremy Farrar, gleich dreimal. Jeremy, Grüße gehen raus. Schalömchen. So. Martin Schwab, Update zum Strafverfahren gegen Bhakti. Ja, die Staatsanwältin geht in Berufung, habe ich gestern schon auf meinem Zweitkanal berichtet. Und Kanada liefert mehr als 40 M9 Flugzeugraketen an die Ukraine. Vielen Dank, finde ich sehr gut. Und Panne bei Wahl in Bremen, Stimmzettel versehentlich vernichtet. Kann da mal passieren, voilà, voilà. Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen sind insgesamt 280 Wahlzettel mit 1400 Stimmen vernichtet worden. Das könnte Einfluss auf einzelne Mandate haben. Muss die Wahl in einem Bezirk wiederholt werden? Nein, muss sie nicht. Ja, ja. Time to be proud, der Wopper. Auf zu Burger King. Go woke, go broke. Ja. Schön. Und jetzt noch was Schönes. Elitenkritik. Immer antisemitische Verschwörungsideologie. Also, ist wichtig, Freunde, ist jetzt wichtig. Ich habe es vorhin schon angeteasert. Die Ex-Stasi-Mitarbeiterin und Gründerin der Amadeo-Antonio-Stiftung, Annetta Kahane, offenbarte vor laufender Kamera, wie jegliche Kritik an Eliten unterminiert werden kann und soll. Demnach wird jeder entsprechende Kritik, sei sie noch so sachlich und begründet, ein Antisemitismus-Stempel aufgedrückt. Richtig. Jeder, der unsere Führer kritisiert, jeder, der die Ampel kritisiert, jeder, der die Regierung kritisiert, ist ein Antisemit. Punkt aus Ende. Die Regierung will ein Hautfarbenregister. Das heißt, wenn ihr eine Firma habt, müsst ihr angeben, wie viel Schwarze, wie viel Weiße, wie viel Haut 1, 2, 3, 4, 5, 6 bei euch arbeiten. Und dann gibt es Quoten. Das kann so einfach sein, oder? Ja. Und dann hier Merkur.de schreibt, ihr solltet besser Hülsenfrüchte anstatt Fleisch essen. Finde ich auch gut. USA könnte die Staatspleite drohen, ja, mit brutalen Folgen für Deutschland. Aber Freunde, brutal, brutal, das sind so Worte. Ja, und hier, kaum sende ich mal einen Fakt, ich sammle sich die Nachrichten an. In Peru beschlagnahmen Polizisten 58 Kilogramm Kokain, das in Paketen mit einem Hakenkreuz für Belgien bestimmt war. Nein, das war für die Ukraine. Aber egal. Die großen Ungereimtheiten beim Aufnahmeprogramm für Afghanen. Deutschland fliegt abseits der Asylsysteme monatlich über 4000 Flüchtlinge ein. Wir haben Platz, wir sind reich, Refugees welcome, leave no one behind, kein Mensch ist illegal, Freunde. Außer Alternative für Deutschland Wähler, deren Politiker und Ungespritzte. Es ist uninteressant, welcher Clown den Anführer einer Nation spielt. Entscheidend ist, wie viele nach diesem Spiel hinterherrennen, verstehe ich nicht. Anders als zunächst berichtet, ist die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal geschrumpft. Deutschland steckt in einer Deflation. Grund dafür? Sparsamen Bürger. Bayerischer Rundfunk, gebührenfinanziert, finanziert, GZ finanziert. Also, wir sind schuld, dass wir in einer Deflation sind. Deflation. Also
sagst, wir sind schuld, weil wir sparen. Ja. Müssen zum sagen, nein, wir sparen, wir haben kein Geld mehr. Ja, stimmt zwar, ist, aber nicht. So, jetzt kommt die allerletzte Nachricht, NDR Kultur. Meine Entscheidung für Sie habe ich nie in Frage gestellt. Es ist doch absurd, dass wir 2023 überhaupt noch darüber reden müssen, dass wir noch immer über Hautfarbe reden müssen. Fühlt sich an wie aus einem anderen Jahrhundert. Rob Marshall, Regisseur, der hat aus Ariel eine Schwatte gemacht. Ariel, ihr Jungfrau, rothaarig und weiß, nein, grün, ist jetzt eine Schwatte. Freunde. Ja? Und jeder, der das hinterfragt, ist ein Rassist. Freunde, es kann so einfach sein. War jetzt nicht ganz so kurz, oder? Und dann alles unsere rote Gelb und alles hier. Martina, Kameramann, Frau macht die Kamera. Oh, meine Stimme geht weiter. Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wichtige Informationen. Ihr könnt diesen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Danke dafür. Und ich freue mich über euren Kommentar, euren Daumen hoch. Grüße mal Waltraud und ihre Familie in Kenia. Ja, wirklich wahr. Und ich grüße euch von Bruno, Kevin, Jerome und meiner lieben Frau Martina. Martina! Martina, es grüßt euch auch. Petra! Petra und? Thomas. Thomas, okay, Thomas, okay, wir kennen nur den digitalen Chronist. Also, okay, er ist gut drauf. Wir grüßen euch alle, Freunde. Und ja, ich würde mal sagen, wir bleiben weiter standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir halten zusammen. Und wenn ihr übrigens meine Arbeit wertschätzt, danke für eure ganz, ganz kleine oder große Unterstützung. Es hilft und es motiviert, damit ich den Kampf gegen links, den Kampf gegen die Links vergehen, den Kampf gegen rechts fortführen kann. Ja, und als Benzin geht. So, Freunde, ihr macht weiter, ich mach weiter, alles wird gut. Und nicht vergessen, den Kommunismus und seinen Lauf, den halten weder Ochs noch Esel auf. Ich habe euch lieb und Martinachen hat euch auch lieb, oder? Wir alle haben. Ja, wir machen jetzt mal einen Chor. Wir haben euch lieb!